Undertale. Bevor es losgeht, würde ich ganz gerne noch sagen, dass Undertale ein schönes Spiel ist. Außer man vergisst die eher minimalistische Grafik, die englische Sprache, das Rollenspiel-Genre und eher die gewöhnungsbedürftige Steuerung. Die können eher behindernd sein für das Spiel. Und wenn ihr diese ganzen Punkte ignoriert oder euch damit geschlagen gebt, dann wird euch der Humor, die Details, die liebenswerten Charaktere und die einprägsame Musik viel Spaß bereiten. Und mit diesen Worten fängt dann auch schon der Genocide Run oder die Genozid-Spielweise an, in der ich versuchen werde, jeden zu töten, der mir in den Weg kommen wird. Und ich werde keine Gnade walten lassen. Mit diesen Worten viel Spaß. Hallihallo und herzlich willkommen zur 5. Folge Undertale. In der letzten Folge haben wir wieder ein Genocide oder ein Genozid begangen. Und nun müssen wir uns mit der düsteren Musik in Snowden durchschlagen. Was? Und hier sollte eigentlich ein Händler sein. Take. Was? It has apps on it. Oh mein Gott. It's my own recipe. Steal. You took. Alter. Read. There's a note here. Please don't hurt my family. Was? Ich bin begeistert. Ich bin echt, ehrlich gesagt, begeistert. Krass. Use the box? Yes. Okay, das Bandana würde ich gerne anlegen. Items. Stats. Ja, jetzt haben wir nämlich schon 9 Verteidigungen insgesamt, statt was weiß ich, wie viel wir davor hatten. Yes. Und dann tun wir mal das Faded Ribbon rein. Und ach, Snowman Piece. Brauchen wir eigentlich nur einen. Ja, den Rest können wir eigentlich wegwerfen, weil es gibt keinen Schneemann mehr. Gut. Hier im Hotel haben wir jemanden. It's a Merle Decoy. Also ein Köder. Okay. Das Buch können wir uns auch nicht eintragen. Wir können auch nicht hier hoch ins Hotel. Krass. Don't want to walk to the other side of town. Try the under snow tunnels. They are efficiently laid out. Okay. Oh. Weihnachtsbaum. Nothing for you. Nothing for you. Yo, everyone run away and hide somewhere. Man, adults can be so dumb times. So dumb. Sometimes, huh? Don't they know we've got Undyne to protect us? Freundchen. Nothing for you. Ich wäre ehrlich gesagt auch abgehauen. Sagt er noch was anderes? Hier haben wir Grillby's, ein Restaurant, das auch verlassen wurde. Aber die Musik ist noch normal, das erfreut mich einigermaßen. Okay. Tja, dann haben wir leider keinen Barkeeper. Die Jukebox ist broken. You can't go through the fire exit because you are not made of fire. Ja, klar, das ist logisch. Ah, ich quatsch mal mit den Blumen. Die sagen natürlich auch nichts. Krass. Hier waren eigentlich überall Leute. Oh mein Gott, hier war so ein Steinhaufen. Oder so ein Stein und mit denen konnte man quatschen. No answer. Hier konnte man auch was Lustiges machen. Oh mein Gott. Hier arbeitet auch niemand. Krass. Krass.
wie unser Ruf zu diesem Zeitpunkt schon ist. Oh, Ring, Ring. Hallo, kann ich speak to... Wait a second. Is this the wrong number? Oh, it's the wrong number. The wrong number, so... We are very, very sorry that we've got it wrong. Oh, it's the wrong number. The wrong number, so... We are very, very sorry that we got it wrong. Click. Das war überraschend. Okay. Library. Verlassen. It's a school report about monster funerals. Monster funerals, technically speaking, are cool as heck. When monsters get old and kick the bucket, they are turned into dust. At funerals, we take the dust and spread it on that person's favorite thing. When their essence will live on that thing. Oh, I'm at the page minimum yet. I'm kinda sick of writing this. Oh, Junge, da hatte jemand überhaupt keinen Bock auf den Mist. While monsters are mostly made of magic, human beings are mostly made of water. Humans, with their physical forms, are far stronger than us. But they will never know the joy of experiencing themselves through magic. They will never get a bullet pattern birthday card. Oh my god, keine birthday card for us. Some unfinished book. Oh jo. Because they are made of magic, monsters' bodies are attuned to their soul. If a monster doesn't want to fight, its defense will weaken. And the crueler the intentions of your enemies, the more their attacks will hurt us. Therefore, if a being with a powerful soul struck with the desire to kill, let's end the chapter here. Okay, wollen die was verheimlichen? Monster History Part 4. Fearing the humans no longer, we moved out of our old city home. We braved harsh cold, damp swamplands, and searching heat, until we reached what we now call our capital, new home. Again, our king is really bad at names. Yeah. Er ist sehr schlecht mit Namen. Love, hope. Compassion, this is what people say monster souls are made of. But the absolute nature of soul is unknown. After all, humans have proven their souls don't need these things to exist. Genau. Okay, Briefkasten. It's a mailbox overflowing with unread junk mail. This mailbox is labeled papyrus. Look inside. Na, kommen wir schon rein. It's empty. Ratet mal, wem der andere Briefkasten gehört. Richtig. Sans. It's locked. Okay, dann können wir also bei den zwei Skeletten noch nicht mal rein. It's locked from the inside. Ich weiß, was uns hier schon erwartet. Erstmal Nebel. Halt, human. Hey, quiet moving while I'm talking to you. I, the great papyrus, have some things to say. First, you're a freaking weirdo. Not only do you not like puzzles, but the way you shame about from place to place, the way your hands are always covered in dusty powder, it feels like your life is going down a dangerous path. However, I, Papyrus, see great potential with you. Everyone can be a great person if they try, and me, I hardly have to try at all. Hey, quit moving. This is exactly what I'm talking about. Human, I think you are in need of guardians. Someone needs to keep you on the straight and narrow. But worry not, I, Papyrus, will gladly be your friend and tutor. I will turn your life right around.
I see you are approaching. Are you offended? A hug of acceptance. Wowie, my lessons are already working. I, Papyrus, welcome you with open arms. Papyrus is sparing you. Kein Sound. Ein Angriff. Und wir haben Papyrus getötet. Well, that's not what I expected. But still, I believe in you. You can do a little better, even if you don't think so. I promise. Damit hätten wir den zweiten Bosskampf, wenn man das Bosskampf nennen kann, erledigt. Papyrus musste sterben. Gut, hier sind wir in einem neuen Gebiet. Dem Wasserfällen. Oh, da ist er. Yo, are you sneaking out to see her too? Awesome, she's the coolest, right? I wanna be just like her when I grow up. Hey, don't tell my parents I'm here, haha. Werde ich nicht, werde ich nicht. Was sagt die Blume? It's strangely silent. Oh mein Gott, das haben sie auch geändert. 18 left. Waterfall Checkpoint. Eigentlich sollten die Blumen was erzählen von Leuten, die hier stehen und da in der Ecke, da dort hinten, in dieser Ecke, sollte jemand stehen, der sagt irgendwas und die Blume wiederholt das dann und das sollte so eine Vorlage sein, was uns erwarten wird. Und dieser Typ hatte genauso wie die Leute in Snowden Angst vor uns. Dieser Typ wird heute nicht sterben. This is a box. Ja, das wissen wir schon. Why would you? So, you can't use items when they are in the box. Sincerely, a box hater. Okay. Oh mein Gott. An der Stelle, wo so eine Mine war und rechts so ein Fluss war, hat jemand Eis in der normalen Version abgebaut und in den Fluss geschmissen. Und eigentlich käme dieses Eis jetzt durch den Wasserfall hier runter. Und wir hätten damit Hindernisse, aber wie es ausschaut, hat sich das auch geändert. Interessant. I swear I saw something by that rushing water. Okay, du sagst also, hinter dem Wasserfall wäre irgendetwas. Dann wollen wir doch mal schauen, ob da nicht etwas ist. Ja. There's a tutu lying on the ground. Will you take it? Take it. You've got the old tutu. Gut, keine Ahnung, was das soll. Das kann ich noch nicht so richtig übersetzen. Ach, das ist das Tutu. Also was fürs Ballett. Alter. 10 Verteidigung. Finally a protective piece of armor. Ist das ironisch gemeint? Ich glaube ja. Equip the old tutu. Schön. Ich hole mir noch ein bisschen Inventarplatz. Nur für den Fall. Ja, und das mit der natürlich rein. Gut. Oh, seht ihr das? Atmosphäre wird aufgebaut. Hinter uns befindet sich die Lichtquelle und vor uns der Schatten. Ein Ritter. Er beobachtet uns. Er findet uns. Er kommt näher. Bis zur Klippe. Holt einen Speer raus. Schaut sich um. Wo ist dieser Mensch? Steckt ihn wieder weg. Wartet einen Augenblick. Und verschwindet. Ebenso schnell wie er gekommen war. Da ist der kleine Scheiß wieder. Yo, did you see that? Did you see the way she was staring at you? That was awesome.
I'm so jealous. She was just standing there waiting forever and then you just... Come on, let's go. Let's go watch her beat up some bad guys. Kleine Slapstick-Einlage. 18 left. Hallway. When four bridge seats align in the water, they will sprout. Eigentlich muss man das selber machen. Das erstaunt mich jetzt wirklich. Warum wurde da... Da war ein Smiley. Es wird immer düsterer. Zack, 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 zack. Hey, I'm sweating. Oh. Jetzt müssen wir den Schweißtropfen ausweichen. Shit. Smells like an underwater barnyard. Nimm das. Okay. Warum wurde das alles schon gelöst? If an arrow has made the bell blossom, can call bridge seats back to where they started. Okay. Da das Rätsel schon gelöst wurde für uns, würde ich ganz gerne nochmal zu diesem Schild. Denn da ist noch was Lustiges versteckt, was ich jetzt schon mal verrate. Und wenn wir diese Brückensamen mitnehmen, quatsche ich über das lustige Geräusch, was die Samen machen oder was auch die Pilze machen, wenn ich die gleich nochmal aktiviere. So. Congratulations, you failed the puzzle. Ja, ich weiß. Nämlich dieses Mausgeräusch. Das mir so sehr gefällt. Gut. Dann quatschen wir nicht lange weiter, sondern nutzen das, was uns schon hingelegt wurde. It's strangely silent. Wishing room. Ja, hier sollten eigentlich Wünsche auftauchen. It's strangely silent. Aber es gibt keine Witze in diese... Jetzt sag ich selber schon... Oh mein Gott, da kommt wieder der Smiley. Sind wir schon in einem Blutdurst verfallen? Washer shuffles up. Das könnte ich mir so erklären, dass wir uns schon freuen, wenn uns Feinde begegnen. Treat, wash your soul. Nein, ich werde ganz und gar nicht meine Seele waschen. Oh, ja, ziemlich machbar. Washer is revolted at its own wounds. Zack. Strangely silent. It's strangely silent. Okay, ein Fernglas. Look through the telescope. Yes. Wall check. Wall check. Check wall. Gut. It's strangely silent. Das wurde auch schon gemacht. Was geht denn hier ab? Nur weil ich bis hierher schon gespielt habe, soll das nicht heißen, dass ich die Rätsel nicht nochmal machen möchte. Also ich würde sie gerne nochmal machen. Ancient writing covered the walls. You can just make out the walls. The war of human and monsters. Okay, ein bisschen Geschichte wieder. Why did the humans attack? Indeed, it seemed that they had nothing to fear. Humans are unbelievably strong. It would take the soul of nearly every monster just to equal the power of a single human soul. Alles klar. But humans have other weaknesses. Ironically, it is the strength of their soul. Its power allows it to persist outside the human body even after death. If a monster defeats a human, they can take its soul. A monster with a human soul, a horrible beast with unfathomable power. It's an illustration of a strange creature. There's something very unsettling about its strong. Okay. Eine Plattform. Eine Menge Schwarz und wir haben die Fähre gemeistert. Gleich Szenario, Lichtquelle von hinten, Schatten voraus und Stille. Und da kommt der Speer. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen und ausweichen.
Okay, ja, 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 ja. Shit. Ah, ah, ah. Okay. Ach, wir können uns noch nicht mal dahinter verstecken. Ich dachte, das wäre so, dass der Ritter immer angreifen könnte, wenn er uns nur sieht. Aber anscheinend schießt er auch durch diese Säulen, die da im Hintergrund stehen, durch. Okay, machbar, machbar, machbar. Shit. Ah, okay, weiter geht's. So lang. So langsam kriegst du mich nicht. Okay. Die Musik hört auf. Mein Gott. Der Ritter kommt näher. Stoppt. Holt aus. Schlägt zu. Und holt den kleinen Scheißer raus. Und steckt ihn wieder ins Gebüsch. Und er verlässt das hohe Gras. Okay. Yo, did you see that? And I just touched me. I'm never washing my face ever again. Man, are you unlucky? If you are standing just a little bit to the left, yo, don't worry, I'm sure we'll see you again. Und er legt sich nochmal aufs Maul. Okay, anderen war das also. This cheese has been here so long, a magical crystal has grown around. It's stuck to the table. Oh, ein Mäuseloch. Und Strange is Silent. Gut, und damit würde ich die 5. Folge Undertale beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal in der Wasserfallhöhle.